Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute steht Gran Turismo auf dem Programm und zwar fahren wir mit einem Audi TT aus dem Audi TT Cup über die Nordschleife. Ich möchte mal gucken, wie die Kiste so abgeht und ja, will einfach mal eure Meinung hören, was ihr von dem Auto haltet. Und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß. Ja, hier werden wir. Das ist der Audi TT aus dem Audi TT Cup. Ich werde mir gleich mal ein bisschen das Setup noch angucken. So, wir fahren natürlich in VR. Selbst bin ich diese Kiste noch nicht gefahren. So leistungstechnisch ist es jetzt nicht das Nonplusultra, aber ich bin gespannt, wie er sich fahren lässt. Ich werde jetzt an dem Setup auch nichts groß verändern. Traktion mache ich komplett aus. Reifen super weich. Bremsbalance ein bisschen nach vorne. Fahrwerk wie es ist. Ich habe den Abtrieb auf dem Heck ein wenig verringert, damit man mehr Endgeschwindigkeit hat. Höchstgeschwindigkeit lassen wir auf 250. Es wird vielleicht auf der Döttinger Höhe ein bisschen einen Begrenzer führen, aber dafür aus den langsamen Ecken gut raus. Zufahrt auf Start-Ziel. Hier schön rollen lassen, nicht zu früh beschleunigen. Sehr gutmütig. Das steuert so gut wie gar nicht. Jetzt runtergeschaltet im vierten. Vor der Links kurz angebremst. Einen Gang runter, ein bisschen rollen lassen, dann wieder beschleunigen und hier schön in den dritten rein rollen lassen, in den zweiten Gang wieder raus, beschleunigt. Jetzt gleich das Bergaufstück, wieder nicht zu früh bremsen. In den vierten, links rein. Dritter Gang, zweiter Gang, Vorsicht, nicht übertreiben. Die Passage ist recht unübersichtlich, aber man kann ruhig auf dem Pin bleiben. Die erste links geht recht schnell im vierten Gang. Aber die zweite macht etwas zu. Schön im dritten hier durch, vierte Gang, runter in zweiten, wird wieder beschleunigt. Es geht schön im dritten, so, jetzt wird ein bisschen enger, zweiter Gang. Gas in die rechts. Dritter Gang.
Der TT lässt sich schön sauber um die Kurven manövrieren. Ich bin gespannt, ob wir es mit der Kiste unter 7 Minuten schaffen, aber ich glaube nicht. Ich bin kurz runtergeschaltet. Vollgas. Die rechts geht voll im 5. Es war knapp. Jetzt runter im 2. Hoch zum Karussell. Gang. Jetzt interessant. Viele mittelschnellen Kurven. Ah, lala. Das steuert ein bisschen, aber ich habe die Kurve noch nicht ganz gut getroffen. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Nicht zu früh runterschalten. So, jetzt gleiten lassen. In den 3. Über den Curve. Ah, 7 Minuten wird nicht klappen. Schalten erst jetzt 2 Gänge runter, nochmal 2 rollen lassen. Sehr gutmütiges Auto. Ja. 7:22. So, ich werde jetzt das Setup noch mal kurz verändern. Und zwar den Heckflügel mal ein bisschen weniger. Untersteuern. Ich möchte aber ein bisschen weicher über die Vorderachse geht. ABS machen wir auf schwach.
hier noch den Sterbi ein bisschen verändern. Wo ist der denn? VR lässt sich der Stabi nicht ändern. Na egal. Probieren wir mal kurz aus, ob diese Einstellung ein bisschen was gebracht hat. Ständig geneigt zu übertreiben. Linkskurve gleich auch, einfach im sechsten bleiben. Gut vom Gas einlenken, rollen lassen. Und stabil. Echt unglaublich. Müsste eigentlich eine neue Bestzeit werden. Nicht zu früh runterschalten. Die Passage ist recht schnell. Die erste links geht im vierten. Der dritte Gang. Fast die Karre verloren. Durchatmen und weiter. Schön links über den Curb, rechts über den Curb. Schön treffen. Vierten Gang, dritte Gang. Durchatmen. Schön auf der Ideallinie bleiben. Runter, fünften bleiben, hier rechts schön treffen, dann kann man auf dem Gas bleiben. So, jetzt ab in den zweiten. Ah, nee, Mist. Ach, scheiße, das hat Zeit gekostet.
die Runde trotzdem zu Ende. Ja. Das ist halt die Nordschleife. Durch und dann wieder nur noch Vollgas. Runter schalten. Und wieder volle Lotte durch. Rechts, links und nicht zu früh runterschalten. Zum Rollen lassen, wieder im dritten Gang. Hier kurz rein. Ach, Mist, abgehoben. Ah, ne, das gibt's doch nicht. Zwei dicke Patzer. Mann, Mann, Mann. Aber egal, wir fahren die Runde zu Ende. Das Getriebe ist einfach zu kurz übersetzt. Fehlt uns ein bisschen Endgeschwindigkeit. Letzte Runde war 7,22. Müsste eigentlich ein bisschen schneller werden. Runterschalten. Sehr gute Bremsen. Naja, eine Sekunde. Nicht viel, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mal gucken, ob wir morgen ein anderes Fahrzeug nehmen oder ob wir am Setup ein bisschen rumfallen. Ich bin jedenfalls für heute bedient. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und lasst doch einen Daumen oben da. Wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr nichts. Bis bald.